Also grundsätzlich eine ganz einfache Sache, um erstmal anzufangen mit der businessmäßigen Interaktion in einem Social Media, was das Teilen und zur Verfügung stellen von Content anfängt, ist erstmal, dass ich nicht selber poste, sondern dass ich erstmal Content, den ich spannend finde für meine Zielgruppe von anderen, dass ich den erstmal teile. Das ist das Erste. Content teilen. Das Zweite, was ich machen kann, ist, und das sollte ich auch tun, ich sollte anfangen, mich in den Kommentarspalten von Content zu äußern. Ich fange also an, in Konversationen einzutreten und bestehende Posts sozusagen zu kommentieren. Wertvoll natürlich, ja, für die Zielgruppe. Grundsätzlich gilt dabei immer drei Dinge rauslassen: Fußball, Religion und Politik. Ja, dazu würde ich mich nie äußern, aber sozusagen, wenn es ums Business geht, ja. Was kann ich an einfachem Content sozusagen teilen? Ich sollte erstmal schauen, was habe ich überhaupt als Vertriebsmaterial zur Verfügung? Habe ich Case Studies, habe ich White Paper, habe ich Business Cases, die ich vielleicht nutzen kann? Gibt es einen Unternehmensblog? Ja? Gibt es eine Quelle, wo ich Foto- und Videomaterial von Events des Unternehmens zur Verfügung gestellt bekomme, die ich nutzen kann? Welches einfache Fotomaterial kann ich vielleicht selber erstellen? Das ist ganz simpel. Und ansonsten grundsätzlich mit oder ohne Namensnennung immer Erfolgsgeschichten von meinen Kunden verwenden. Ich würde immer versuchen, mich selber rauszuhalten aus den Themen, nicht selbst mich als Person darzustellen, sondern immer Erfolgsstory von anderen zu präsentieren. Das sind so Themen, mit denen ich anfangen kann, als Content zur Verfügung zu stellen. Und darüber hinaus sollte ich zum Thema Content eine Strategie haben. Ich sollte also nicht einfach wahllos hier mal was posten, da mal was posten, sondern ich sollte mir überlegen, was sind die Themen, die ich besetzen möchte, und mir dann ganz simpel einfach vornehmen, einmal Content zur Verfügung zu stellen, zu einem bestimmten Thema, passend in eine bestimmte Themenreihe, vielleicht für die nächsten 3 Monate, 6 Monate. Nächstes Thema ist Content vorplanen. Wenn ich eine stressige Vertriebswoche habe, macht es keinen Sinn, am Freitagnachmittag, dass mir einfällt, Mensch, ich muss ja noch was bei LinkedIn reinhauen. Ja? Es macht also Sinn, dass ich mir Zeit blocke, wann ich meine Social-Selling-Aktivitäten durchführen möchte, und dass ich auch möglichst für stressige Zeiten vorbereitet bin, dass ich einen Artikel in der Schublade habe für die nächste und für die übernächste Woche und auch für die Woche, wo ich auf Messe bin, wo ich im Urlaub bin, dass ich trotzdem regelmäßig meine Zielgruppe mit Content versorgen kann. Das heißt, ich sollte mir überlegen, nächsten 3 bis 6 Monate in der Vorplanung sein und sagen, okay, was kann ich denn da zur Verfügung stellen?